Es kann schon richtig nervig sein, wenn man wegen nur einem Dokument einen riesen Aufwand betreiben muss. Noch viel schlimmer ist es aber, ein sehr wichtiges medizinisches Dokument zu verlieren. Damit das nicht passiert, gibt es jetzt die EPA. Versicherte können sich ab sofort ihre persönliche elektronische Patientenakte einrichten. Eine Anleitung zum Download und zur Installation bekommen wir dabei von unserer Krankenkasse. Das Einrichten der EPA kann ab Januar 2021 erfolgen und ist natürlich freiwillig. Nur wir bestimmen über den Inhalt unserer eigenen EPA. Wir legen zum Beispiel fest, welche Dokumente wir speichern wollen und welche davon wir für andere freigeben möchten. Die Sicherheit der EPA steht natürlich an erster Stelle. Das Thema ist uns sogar so wichtig, dass es dazu einen eigenen Film gibt. Nachdem wir unsere persönlichen Daten eingegeben haben, müssen wir noch unsere E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort einrichten. Um sicherzugehen, dass bei der Eingabe der E-Mail-Adresse nichts schiefgegangen ist, bekommen wir eine Bestätigungs-Mail zugeschickt, die wir dann natürlich auch bestätigen müssen. Um die Einrichtung unserer EPA abzuschließen, müssen wir uns noch persönlich identifizieren. Geschafft! Jetzt können wir unsere eigene EPA eröffnen und unsere medizinischen Daten selbst verwalten. Mit der EPA machen wir uns das Leben viel leichter, denn wir haben unsere medizinischen Dokumente digital gespeichert und können sie bei Bedarf auch ganz einfach und schnell an unsere Ärzte schicken. Und das bequem und gemütlich von zu Hause aus. Aber das Schönste ist, mit der EPA haben wir unsere wichtigen Unterlagen immer dabei.